1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Die letzte Sendung in diesem Jahr, die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause. Umso schöner, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, heute nochmal in diesem Jahr, letzte Möglichkeit, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Stefanie. Stefanie ist 18. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Da ist auch noch Nico, ne? Ja, genau, mein Freund. Dein Freund, der ist 19. Genau. Aber jetzt reden wir beide erstmal. Ja, und zwar mein Thema ist Vampirsex. Ja, Domian, lach nicht. Ich hatte ja am Mittwoch eine Vampiristin hier in der Sendung. Das kann gut sein, die habe ich leider nicht gehört, die Sendung, da war ich unterwegs. Das fand ich schon ein bisschen sehr abgefahren. Mhm. Was ist Vampirsex? Vampirsex, und zwar mein Freund hält sich für einen Vampir oder sagt, er ist ein Vampir. Oh. Glaubst du es ihm? Im gewissen Sinne muss ich sagen, ja. In welchem gewissen Sinne? Schläft er nachts in einem, tags natürlich, in einem Sarg? Nein, so ist das jetzt natürlich nicht. Doch, so muss es sein. Ein Vampir schläft tags im Sarg, sonst ist er kein Vampir. Ja, gut, jetzt pass aber mal auf, das ist ganz anders. Okay. Und zwar wirkt sich das bei uns auf den Sex aus. Ah, also er ist nur in sexueller Hinsicht ein Vampir. Sozusagen. Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Erzähl es uns. Erzähl uns, wie ein Vampir Sex macht oder wie das so ist mit einem Vampir. Ja, und zwar, das ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Und zwar bei uns läuft der Sex darauf raus, dass wir gegenseitig Blut trinken. Ach. Und zwar das vom Partner. Ach. Ja. Und das... Wie viel denn? Ein Tröpfchen? Das ist nicht viel. Also oder ein Liter. Jeder trinkt einen Liter. Und dann kommt man in Fahrt. Nein. Nein, ein Tröpfchen. Und zwar für mich war das am Anfang, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, ja? Eine Sache der Möglichkeit. Ja. Und zwar sieht das so aus, wir haben Sex miteinander. Ja, normalen Sex, wie man sich das vorstellt. Genau. Wie man das kennt. Genau. Mhm. Und dann? Im Prinzip kommt es dann darauf raus, dass er letztens zum Beispiel ist er aufgestanden beim Sex, ja, und meint, wart mal kurz, ging ins Bad, ja, und schnitt sich also kleine Wunden in den Hals zum Beispiel. In den Hals sogar? Ja. Ist ja gefährlich. Ja, mhm, also er passt da schon auf. Ne? Da kann man ja leicht daneben schneiden und dann war's das. Ja, eben. Aber muss ich sagen, in solchen Sachen ist er sehr vorsichtig. Und dann? Und dann muss man sagen... kam er wieder. Ja. Ja, und dann hat man halt gegenseitig voneinander das Blut getrunken. Ach so. Also so abgeschleckt quasi. Also ich von ihm in dem Sinne. Ja. Und dann hast du das auch gemacht? Ja, also man macht ja einiges mit, ne? jetzt habe ich nicht verstanden, war der sexuelle Akt da schon beendet? Oder? Nein, wir waren mittendrin. Ihr wart mittendrin? Wir waren mittendrin. Und dann habt ihr euch den Hals abgeschleckt? Also ich ihm. Du ihm? Genau. Und dann kam es zu dem... langweiligen, traditionellen Höhepunkt. Sozusagen. Und das hat dich angemacht, dass du ihm das Blut abgeschleppt hast? Ja, also ich meine, am Anfang, da habe ich das mitgemacht. Ja. Da dachte ich mir, ach gut, man kann ja alles mal ausprobieren. Ja. Das ging dann auch schon so weit, dass ich eine Rasierklinge genommen habe und mir einen Arm geschnitten habe, mhm, sodass er trinken konnte. Mhm. Und er beißt mich zum Beispiel auch total gerne beim Sex in den Hals. Wobei man da, ich darf ja gar nicht lachen, das ist ja alles viel zu gefährlich, Mensch. Ja. Ja, was kann denn da alles passieren? Ja, viel. Ja, aber hallo, Abgesehen davon muss man diesen hygienischen Teil ja auch noch berücksichtigen. Blut ist ja... Ja, es ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt da irgendein dahergelaufenes Messer nimmt und sich damit in den Hals schneidet oder in den Arm. Sondern er macht das schon desinfiziert. Er macht das schon, also, dass das sauber ist. Gut, aber du kommst mit dem Blut von ihm in Berührung und ich hoffe, da kann man ja auch die Krankheiten übertragen und so, dass das auch alles bedacht ist. Ja, das ist alles bedacht, das natürlich. Das ist alles bedacht. Taunt dich das sexuell an? Hat es am Anfang, mittlerweile nicht mehr so. Ach, aber er möchte es immer noch.
Ja, weil er hält sich ja für einen Vampir. Ich muss ihn jetzt sprechen. Kann ich ihn mal eben kurz haben? Ja, natürlich. Nico, ne, heißt er? Ja, Nico. Nico. Gib ihn mir mal. Ja. Da. Hi. Hallo, Nico. Hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Ich höre ja etwas, was ich noch nie gehört habe. Ja, ich habe einen etwas extravaganten Lebensstil. Sehr extravagant, ja. Wie alt bist du? 19, ne? Ich bin 19, ja, genau. Du hältst dich selbst für einen, jetzt wirklich ohne Scheiß, für einen Vampir? Nein, das ist schon mein Ernst. Ja. Kannst du dich zum Beispiel an die Frau erinnern, die dir sagte, sie wäre eine Katzenfrau? Ja. Und würde nachts... Sehr gut. Ja? Sehr gut. So in etwa musst du das bei mir vorstellen. Aber, ich habe gerade ja schon gesagt, am Mittwoch habe ich mit einer Vampiristin gesprochen und die erzählte etwas, dass sie tags in einem Sarg schläft. So ist es dann bei dir doch nicht. Nein, das wäre mir zu kitschig. Das wäre zu albern. Ja, viel zu kitschig. Was macht denn, abgesehen von der Sexualität, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, was macht, woher weißt du das, dass du ein Vampir bist? Was macht das aus? Ich fühle mich einfach so. Ich nehme die Welt völlig anders wahr, aber das war schon immer so. Also, allein schon der Anblick von Blut, der erregt mich so sehr, so dermaßen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verliere den ein bisschen Verstand. Also nicht nur sexuell, sondern so generell. Generell, überhaupt. Generell, ja. Ich weiß nicht, meine Freundin, ich habe es jetzt nicht mitgehört, was sie schon zu dir gesagt hatte. Nein, sie hat mir das erzählt, wie du hast es nicht mitgehört gerade. Nee. Sie hat mir so von einigen Praktiken erzählt, wo ich mal warnend die Hand heben muss, ne? Dass da nichts Schlimmes passiert. Ja, ne? Praktiken zum Beispiel, nehme ich halt Rasierklingen, aber sterile immer. Ja, aber und wie gesagt, ein Millimeter zu tief geschnitten und dann natürlich, aber steht der Krankenwagen vor der Tür. Das macht doch gerade den Reiz aus. Naja, komm, Reiz hin, Reiz her. Ich habe, also ein anderes Problem ist, bei mir ist Schizophrenie diagnostiziert worden. Und zwar, das ist diese eine Persönlichkeit, die ist wirklich regelrecht bösartig. Was heißt diagnostiziert? Warst du beim Arzt, richtig? Ja, natürlich. Ich war auch 4 Monate lang stationär. Aha. Also ist das Ganze jetzt gar nicht mehr so lustig, sondern da ist auch ein ernster Hintergrund, dass du so sagst. Ja, doch. Also ich würde es nicht als Krankheit ansehen. Und ich sage mir immer, wenn ich krank bin, bin ich gerne krank. Mhm. Weil wer hat jemals eine Norm aufgestellt? Mhm. Was ist normal? Was natürlich, da könnten wir jetzt lange diskutieren. Und ich finde immer, die Maxime ist, wenn man sich selbst und anderen nicht schadet, dann ist es egal, ne? Genau. was man tut. Mhm. So, jetzt hat Stefanie mir aber gerade erzählt, am Anfang fand sie das ganz interessant, so mit dem Hals ablecken und so weiter und Blut. Mittlerweile nicht mehr. Da könnte doch jetzt ein Konflikt auftauchen bei euch. Nein, ich verlange es ja nicht von ihr. Ach so, ich dachte, du wärst da ganz scharf. Nein. Ja. Mhm. Nein. Ja. Mein Günther Freund würde mir das nicht anfangen. Was machst du in deinem normalen Leben, du alter Vampir? Was mache ich in meinem normalen Leben? Ich gehe noch zur Schule. Ja. Ich beschäftige mich mit Okkultismus. War mir klar. Wenn man es nennen will, schwarzer oder weißer Magie. Ja. Also alles schon so ein bisschen crazy, ne? Ja, aber für mich normal. Für dich normal. Mhm. Genau, ich sag mir nicht, also nicht ich bin krank, sondern die Welt ist krank. Ach, versuchst du da Stefanie auch so ein bisschen in diese Welt mit reinzuziehen? Oder sagst du wirklich, okay, wenn sie es nicht will? Nein, sie ist ja auch, ich sage mal, in Anführungszeichen schwarz angehaucht. Ja. Aber so für so einen Schwarzen wirkst du sehr sympathisch, finde ich. Also für einen Bösen wirkst du sehr nett, finde ich. Ausgesprochen nett sogar. Also, Nico, pass auf, ne? Pass auf, dass nichts Übles passiert dabei. Nein. Und aber da habe ich auch keine Sorge, du zwingst der Chefin auch nichts. Und ich bin für meine Verhältnisse auch noch relativ klar im Kopf. Ja, das. Bist du eigentlich weiter auch noch in ärztlicher Behandlung? Momentan nicht, nein. Willst du das? Nein, absolut nicht. Jetzt gibst du mir die Stefanie nochmal. Kann ich tun. Und ich wünsche dir alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Nico. Tschüss. Ja, hallo. Also Stefan, ich habe gerade schon gesagt, ist aber ein netter Vampir, mit dem du da zusammen bist. Ja, danke. Finde ich. Er hat mir was Wichtiges gesagt. Er hat mir gesagt, dass, vielleicht hast du das ja auch mitgehört, dass er das nicht von dir verlangt. Wenn du das nicht möchtest, dann passiert das halt nicht mehr. Ja gut, aber man möchte ja jemandem beim Sex auch ein Stück entgegenkommen. Ja. Oder nicht wahr, ne? Also ich meine, das macht ja jeder irgendwo. Schon, aber man muss, aber man kann es, das da, ist ja jetzt man darf sich aber nicht verleugnen dabei, ne? Und nicht etwas tun, was man wirklich selbst nicht will. Ja gut, Domian, dazu muss ich aber auch sagen, in gewissem Sinne, am Anfang macht es einem ja wirklich Spaß. Mhm. Man sieht das Ganze ja gar nicht so ernst. Mhm.
Und aber jetzt nach einer ist es Zeit kommt man da schon irgendwie dahinter, so, nee, nicht so wirklich. Ja, ja. Weiß nicht, ja, nicht das so mein Ding. Das habe ich so verstanden. Dann finde ich letztendlich auch, dass du das dann auch so durchziehen musst. Mhm. Und ich habe den Eindruck von Nico, dass er das auch akzeptiert. Und dass du auch nicht nur ihm zuliebe so Dinge machen solltest. Auf keinen Fall, finde ich nie in Ordnung. Wirklich nicht. Du hast dich ja willens gezeigt zu experimentieren, aber wenn es nicht dein Ding ist, dann mach es nicht. Ja. Obwohl du ja auch schwarz angehaucht bist, ne, habe ich gerade gehört. Also ihr beiden Süßen, übertreibt es nicht, seid vorsichtig. Ja, ne? Wirklich, dass da wirklich nichts Schlimmes passiert. Mhm. Und du zieh du deine Linie durch und lass dich da nicht zu sehr mit reinziehen. Okay. Wenn du es nicht möchtest. Okay. Alles Liebe, Stefanie. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ne? Und schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Apropos schöne Weihnachten. Wir sind in der Weihnachtspause ab Montag und wir sind live, ich sag's jetzt während der Sendung mal ein paar Mal, live am 12.01. wieder da und ab dem 5.01. vom Band. Da zeigen wir Aufzeichnungen vom Frühsommer. Also am 5.01. zu etwas unterschiedlicheren Zeiten, nicht immer pünktlich um 1, aber so um 1 Uhr herum sind wir da und live dann wieder so richtig, wie ihr das gewohnt seid, ab 12.01. Steffi ist hier. Steffi ist 20, hallo. Hallo Domian. Hallo Steffi. Ja, Steffi, ja. Über was unterhalten wir beide uns denn? Ja, mein Thema ist, ich bin 20, mein Freund ist 33, wir sind jetzt seit 9 Monaten zusammen, wohnen seit 7 Monaten zusammen. So circa seit 7 Monaten läuft gar nichts mehr sexuell bei uns. Er hat einfach keine Lust. Mhm. Hm. Seit 7 Monaten? Ja, also wenn wir Sex... 7 Monate finde ich eine irre lange Zeit schon. Ja, und wenn wir Sex im Monat haben, ist es einmal. Mhm. Aber da muss ich auch mindestens 29 Tage gebettelt haben. Ich glaube mittlerweile, ich habe so den Eindruck, dass das ein ganz großes Problem bei ganz vielen Leuten ist. Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich das sehr oft gehört habe in letzter Zeit, dass die Leute auch sich trauen, das zu erzählen, dass viele Paare, die nach außen sind, irgendwie vielleicht tolle Paare sind und als tolle Paare wirken, aber dann zu Hause im Schlafzimmer läuft gar nichts mehr. Nee. Wenn wir dann Sex haben, ist es immer die 20-Minuten-Nummer. Das ist ja noch lang. Ja, aber was heißt, wenn es 20 Minuten sind, es ist immer die gleiche Stellung, immer ganz normal von hinten. Ja. Beim Oralverkehr, wenn ich es bei ihm mache, kommt er nicht. Ja. Wenn er versucht, mich zu befriedigen, habe ich immer das Gefühl, unter Zeitdruck zu stehen. Weil er fertig werden will? Richtig, mir tut die Hand weh, so nach dem Motto, jetzt komm doch endlich. Ja. Ich kann mich dabei schon gar nicht mehr entspannen. Und er hat einen Gesichtsausdruck von wegen, oh, das dauert wieder, sowas, ne? Ja, so ungefähr. Mhm. Ja. Ich habe mit ihm versucht, drüber zu reden. Ja, und? Was sagte er? Ich möchte von selber ankommen. Ja, aber wenn er von selber ankommt, das habe ich dann auch versucht, das kann dann 2-3 Monate dauern. Achso, er sagt, er möchte quasi nicht unter Druck gesetzt werden, sondern er möchte von sich aus selber. Das. Mhm. Dann habe ich ihn mal ein bisschen hinterher spielen jetzt, sprich dann seit E-Mails rumgeschnüffelt. Da hat er dann in diversen Chatraum E-Mails getauscht, suche devote sie, suche reale Treffen. Aha, ich suche devote sie. Richtig. Das heißt, er ist diesbezüglich ein bisschen gestrickt. Richtig, dann habe ich ihn halt drauf angesprochen, was soll das denn? Ja, ja, es ist nur Langeweile, ich liebe dich, bin ja auch total sexuell zufrieden mit dir. Lüge. Ne? Das sehe ich genauso. Ja. Aber er sagt mir auch nicht, was er will, weil ich sag mal, für mich ist Sex absolut kein Problem, ich bin da total offen. Mhm. Das heißt, du würdest dich da auch auf diverse Spielereien, also würdest du auch in die Rolle einer Devoten gespielen? Das habe ich dann auch ausprobiert, aber da kann er dann auch nicht drauf. Mhm. Hast du denn die Vermutung, also wir wissen jetzt schon, dass er in Chaträume geht und vielleicht so Cybersex-mäßig, dass da einiges abgeht. Hast du auch die Vermutung, dass er sich real mit jemandem trifft? Das haben mich schon viele gefragt und ich kann diese Frage nicht bejahen, nein. Aber du weißt es nicht. Und er schaltet es ab. Richtig, ich habe ihn dann gefragt, aber er sagte, ich bin ja noch nie fremd gegangen. Hast du den Eindruck, dass er, ich habe den Eindruck nämlich, aber ich frage dich auch, dass er blockt und nicht richtig die Wahrheit sagt in allem, was Sexualität anbelangt? Wenn ich das Thema nur schon anspreche, sagt er, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das ist natürlich gemein. Das finde ich sehr gemein. Wenn jemand schon, hier ist in deinem Fall, was ja dein gutes Recht ist, wenn du sagst, hier pass auf, hier stimmt was nicht bei uns im Sex und du sprichst es an, was ja auch schon einen gewissen Mut darstellt
Und wenn dann der andere so reagiert, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich das sehr gemein. Weil damit macht er dich ja völlig platt, ne? Und mundtot. Ich habe es dann ausprobiert mit toller Unterwäsche, wirklich mal angesprochen, vielleicht holen wir so eine zweite Frau dazu, das ist der Traum jedes Mannes. Ja, ach, das hast du alles vorgeschlagen. Ich habe alles, wenn ich dann echt schon mal abends ankomme, ihn anfange zu küssen. Ja. Nee, Schatz, ich habe Kopfweh, ich bin krank, ich habe keine Lust, bitte heute nicht. Aber es ist ein Mann, ne? Ja, aber ein sehr merkwürdiger Mann. Liebst du ihn denn noch? Natürlich liebe ich ihn, aber bei mir ist das mittlerweile sogar so weit. Ich denke einfach, es liegt an meinem Aussehen, es liegt daran, dass er keinen Bock hat, mit mir Sex zu haben. Aber dann frage ich mich, hallo, warum hast du keinen Bock, mit mir Sex zu haben? Es ist etwas nicht in Ordnung, sagt das alles. Ich sag mal, bei mir gibt's wenige Tabus, das wäre Natursekt und Kaviar-Spiele. Ah, du bist aber schon ganz schön gut drauf, ne? Also was du schon alles durchgespielt hast. Alles andere würdest du mitmachen. Und trotzdem ja, sagt er nein. Ja, ich habe mir sogar die zweite Frau angeboten, obwohl das vielleicht für mich, ich bin selber vielleicht ein bisschen wie, ja. Aber dann sagt er, ja, ich würde mit dir auch gerne schlafen, aber du darfst mit keinem anderen Mann. Ach so einer ist das. Ja. So einer ist das. So, jetzt, das hört sich nicht gut an, finde ich. Ich finde, dass deine Position finde ich toll, weil du versuchst etwas zu unternehmen, du machst Angebote, dass sich das wieder aufbricht, was sich da so verkrustet hat bei euch. Aber er ist völlig gelähmt und er ist im Hintergrund und macht überhaupt gar nichts. Wie denkst du, wie könnte das jetzt weitergehen? Also zurzeit weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Ich fühle mich zurzeit sogar schon sehr depressiv. Mhm. Ich denke einfach, ich bin nicht erotisch genug für ihn. Ich glaube ja, dass auf einen gewissen Zeitraum so etwas immer zum Bruch einer Beziehung führt. Mhm. Ne? Einmal stimmt die Sexualität nicht und er hält mit irgendetwas hinterm Berg. So, das ist keine Voraussetzung für eine glückliche, funktionierende Liebesbeziehung. Was sollen wir jetzt machen? Es muss jetzt was passieren. Das frage ich mich jetzt sehr lange. Ja, es muss was passieren. Reden hilft nicht, machen hilft nicht. Du rennst immer zu gegen Wände, gegen dicke Betonwände. Und der junge Mann geht in den Chat und holt sich wahrscheinlich beim Chatten einen runter. Ne? So muss man sagen. Ja, so wird's. So stelle ich mir das auch. Ja, so wird es sein. So wird vor es sein. Allen Dingen, ich wäre da ja nie hintergekommen. Ich bin per Zufall mal auf diese Ablage geklickt. Ja, da bin ich erstmal auf allen Wolken gefallen. Ja, dann entschuldigt er sich auch aus Schatz. Tut mir leid, war alles nur aus Scherz. Mir war langweilig. Ach, das ist ja alles Blödsinn. Ich gleichzeitig denke mir, hallo, es geht nur um Sex. Ich will Sex. Mit mir willst du keinen Sex? Weiß er denn, dass das sehr ernst sein könnte, weiß er, dass du eventuell sogar die Beziehung in Frage stellen würdest wollen, unter Umständen? Ja, das habe ich im letzten schon mal gesagt. Dein erster blöder Spruch war, du bist noch jung, du kannst ja noch was anderes suchen. Das fand ich sehr verletzend. Moment, er hat gesagt, du bist ja noch jung, dann kannst du dir ja auch noch was anderes suchen. Wenn ich halt sexuell so, wenn ich die Beziehung nur wegen dem Sex zur Frage stelle, meint er, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Also hör mal, der behandelt dich aber wirklich nicht gut, finde ich. Also wenn er so flapsig, lapidar und frech und blöd letztendlich darauf reagiert, finde ich, spricht das sehr, sehr wenig für ihn. Aber ganz im Ernst, ganz im Ernst. Ich meine, was sollst du denn noch machen, als deine Gefühle zu artikulieren? Er versteht auch nicht, dass er mich damit mittlerweile seelisch fertig macht. Ich kriege dadurch echt Depressionen. Ich habe schlechte Laune gegenüber. Ich hasse ihn sogar dafür langsam. Steffi, entschuldige. Ich glaube, dass du dem das noch klarer machen musst, wie ernst das für dich ist. Und letztendlich auch damit drohen muss, wenn er nicht von sich aus irgendetwas, wenn er sich nicht einen Millimeter mehr bewegt, der ist ja wirklich fest betoniert, ne, in seiner Verhaltensweise, dass du dann auf Dauer nicht in dieser Beziehung so bleiben kannst. Mach es so. Ich finde, das ist dein gutes Recht und vielleicht rüttelt ihn das auf. Aber du sprichst so wie du ihn darstellst, habe ich da fast schon wenig Hoffnung, würde ich sagen. Ich denke auch, dass er dann wieder total abblockt. Ja, dann soll er ablocken. Da musst du noch härter drauf kommen. Richtig. So, noch einmal alles geben, weil ich habe versucht, ihn anzumachen, ihm entgegenzukommen mit Gesprächen. Und wenn er immer noch weiter bunkert, immer noch weiter, heißt das letztendlich, dass er auch nicht wirklich interessiert ist an dir. Wenn man an einem Menschen wirklich interessiert ist und man merkt, dass der andere so zappelt und so will und der, dann muss man darauf eingehen. So. Ich denke mal, früher oder später, wenn ich heute, aber morgen zerbricht dann irgendwann die Beziehung darunter. Ich sage, natürlich ist Sex nicht alles. Natürlich nicht, aber darum geht's auch sein, dass er krank wäre und nicht mehr könnte, aber das klappt ja dann doch noch. Ja. Ach, dann würde ich keine Beziehung beenden, dann aber. Könnte er das ja auch sagen.
Aber so doch nicht, das ist doch so, kein du Leben. Du gehst jetzt harter vor und harter ran. Okay? Okay. Kann ich nur eine Autogrammkarte haben? Ja, kannst du. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, wegen der Adresse. Gut, danke. Schöne Weihnachten. Dir auch. Danke, Steffi. Tschüss. So, meine Lieben, draußen im Land 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Und hier ist, heute haben wir eine Orgie von Steffis und Stefanie. Und jetzt haben wir noch eine Stefanie. Hallo, Stefanie. Hallo, Domian. Aber es sind nicht immer dieselben, ne? Nein, es sind nicht dieselben. Ich habe mir auch schon vorhin gedacht, wie cool. Du bist eine ganz andere Stefanie. Genau. Du bist 26. Ja, heute geworden. Ach. Ist es wahr? Ja. Jetzt gerade vor ein paar Stunden? Ja. Darf ich dir ganz herzlich gratulieren? Vielen Dank. Wir schützen untereinander. Ich habe ja auch bald Geburtstag. Ja, schütze? Mhm. Cool. Ja. Ja. Also alles Liebe erstmal und viel Glück und einen schönen Danke. Geburtstag heute. Dankeschön. So, aber jetzt geht unser Gespräch erstmal los. Ja, und zwar möchte ich über das Thema Erythrophobie. Was ist das dann? Das ist, also Phobie ist ja Angst. Das ja. müsste man eigentlich kennen, Angstzustand. Ja. Und Erythrophobie bedeutet die Angst vor dem Erröten oder vor dem Rotwerden. Ach so. Also das ist ja so, Rotwerden ist eigentlich eine normale körperliche Funktion. Wie schade, dass ich dich jetzt nicht sehe. Ja, ich sehe ganz normal aus. Nein, ich meine, du hast die Angst vor dem Erröten oder errötest du auch oft? Ich erröte oft. Wann errötest du oft? In welchen Situationen? Wie kann man... Das Erröten, wenn man zum Beispiel peinlich berührt ist, kennt ja jeder. Oder Dass, wenn man eine Prüfungssituation hat oder viel Sport macht und man unter Druck steht, das kennt ja jeder. Oder wenn man ertappt ist, vielleicht wenn man geflunkert hat oder irgend sowas. Genau, und das habe ich auch. Also ich werde oft rot. Das Problem ist nur, sobald ich vor die Tür gehe, in den banalsten Situationen, werde ich halt einfach rot. Bist du jetzt im Moment auch rot? Nein, jetzt im Moment nicht, weil ich verspüre keinen Druck. Das hat doch mal was mit innerer Anspannung zu tun. Ah, weil die Situation ist ja schon ungewöhnlich jetzt, ne? Ist, aber ich bin alleine. Du bist alleine. Wahrscheinlich wäre es anders, wenn du hier neben mir sitzen würdest, vor der Kamera. Ja, das wäre eine Stresssituation. Ja. Ich würde auch in den ersten Minuten wahrscheinlich, wenn ich dir das Thema erklären müsste, würde ich rot werden auf jeden Fall. Und dann wird die Kamera so ganz böse ranzoomen an dich und die Röte genau, zeigen. Genau, das wäre erstmal ziemlich schlimm. Ich kann ja mal kurz so einen Tagesablauf von mir schildern. Bitte. Also ich gehe morgens aus der Tür. Das erste Mal ist ziemlich oft, sobald ich in den Bus steige, da ich kein Auto habe. Ja. Da sitzen viele Leute, ich muss vielleicht bezahlen, viele Leute gucken mich an, der Bus ist vollgestopft, es ist warm. Ich verstehe. Man hat das Gefühl, alle starren einen an, wenn man da reinkommt, ne? Genau, wirst du dann schon rot oder hast du die Angst, oh Gott, ich werde jetzt rot? Die Angst ist immer da, sobald ich vor die Tür gehe. Also zu Hause fühle ich mich sicher, obwohl wenn ich zu Hause Besuch habe, kann mir das auch passieren, wenn meine Eltern überraschend vorbeikommen. Sogar bei ganz vertrauten Personen? Genau, das ist ja gerade das auch, was es ausmacht. Zum Beispiel, wenn man an der Supermarktkasse steht, wenn man sich mit einer Verkäuferin unterhält. Ja. Das sind wirklich so die Situationen, die extrem schlimm sind. Wenn einem jemand ein Kompliment macht, wenn man, wenn einem was peinlich ist, wenn man eingeengt wird in warmen, in hellen Räumen. Das sind so diese ganzen Angst. Kann ich noch verstehen. Aber wenn die Eltern, vor Eltern schämt man sich ja eigentlich nicht. Selbst wenn die kommen, hast du das Gefühl. Ja, also das ist für mich ist immer Horrorszenario, wenn ich die Stadt hochlaufen muss oder runterlaufen muss, weil die geht bergauf. Und ich gucke schon immer so vorausschauend, so nach dem Motto, hoffentlich sehe ich keinen, den ich kenne. Das kann eine Freundin sein, das kann mein Vater sein, das kann meine Mutter sein. Egal wer. Ich kann dir nicht sagen, was mir dann unangenehm ist und was das auslöst. Also das liegt völlig im Nebulösen, warum das sich auslöst. Warum, weiß man nicht. Mhm. Was man weiß, ist, dass es wohl vermutlich irgendwie so in der Pubertät entsteht. Ja. Und dass es dann zum Problem werden kann. Thematisierst du das, wenn dann dir jemand gegenübersteht, sagst du, oh Gott, jetzt werde ich wieder rot? Oder versuchst du irgendwie schnell darüber hinwegzukommen? Schnell darüber hinwegzukommen. Und ich kann auch nur als Tipp geben, für Leute, die jemanden sehen, der rot wird, bloß nicht ansprechen. Weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dann wird es noch schlimmer. Dann wird's noch schlimmer. Blüht die Birne fast eine Stunde oder so. Also das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Lass mich fragen. Du hast gerade gesagt, in der Pubertät ist irgendwas schiefgelaufen oder so. Ja. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte oder was es bei dir war? Weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass ich nicht so schnell körperlich entwickelt war wie die anderen Mädchen in meiner Klasse. Das war für mich ein bisschen ein Problem. Ja, und? Und dass ich halt so schulische Mängel habe im Bereich von Mathematik und so weiter. Ja. Und dass ich halt da mich immer versucht habe, möglichst unauffällig zu verhalten. Und immer diese so, bitte hoffentlich spricht mich keiner an. Weil ich genau wusste, wenn mich einer anspricht, werde ich rot. Und das ist so weit gekommen, dass ich das komplette 9. Schuljahr geschwänzt habe. Oh,
Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Oh. Hat aber trotzdem noch ganz gute Noten. Aber es hat immer was zu tun mit einem Minderwertigkeitsgefühl. Ne? Ja, mit es hat was zu tun mit Selbstbewusstsein und immer, man hat einfach Angst, abgelehnt zu werden. Damit was war so in den letzten Zeiten, du bist 26, sagte ich, was war so die peinlichste Situation, wo du rot geworden bist? Oh, die peinliche Situation, das erlebe ich ja täglich. Peinlichste, wo du sagst, oh Gott, das war wirklich das Allerschlimmste, ich will gar nicht dran denken. Was ich gerade gesagt habe, Horrorszenario ist wirklich Schulzeit. Ah ja, die Schulzeit. Da wird mich keiner mehr für Geld hinkriegen. Ja. Also das. Dann lass uns noch mal den Tag weiter durchgehen. Du hast gerade, also in den Bus einsteigen, kann man so nachvollziehen, wenn man vielleicht unsicher drauf ist, dass man nicht angeguckt werden will. Genau. Was machst du vom Beruf? Ich studiere. Du studierst. Also zumindest offiziell. So, wenn man, was heißt offiziell? Das heißt, du studierst nicht? Ja, ich bin eingeschrieben, aber ich kann nicht zur Uni, weil es da sehr häufig auftritt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn du in einen vollbesetzten Hörsaal kommst. Ja, es ist eine Katastrophe. Man kommt unten vorne rein und der ganze Saal ist voll. Das ist es noch niemals. Das könnte ich mir vielleicht auch noch erklären oder auch nur eine Prüfungssituation. Es ist aber nur, wenn ich reinkomme und mich fragt jemand, ja, hi Steffi, ich bin der und der, was studierst du? Und ich muss mich dann mit dem unterhalten. Ja. Das löst bei mir schon Stress aus. Das ist ja dann doch mittlerweile doch eine sehr ernste Sache. Es ist eine ernste Sache. Das heißt, du lebst völlig zurückgezogen oder relativ? Ledig, ja. Das heißt, du kannst dein Studium nicht weiterführen? Kann ich nicht. Was würdest du, was studierst du eigentlich? Ja, Pädagogik. Mit dem Studium bin ich eh nicht so glücklich, aber naja, gut, okay, das ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Aber das hemmt doch dein gesamtes Leben. Es bremst alles ab. Man wird vollkommen anders eingeschätzt. Das ist einfach der Punkt. Wenn man rot wird? Ja, wenn man viel rot wird. Man selber sieht sich ja sowieso. Ich meine, es gibt Leute, die sehen einen und... Was meinst du, wie wird man denn eingeschätzt, wenn man rot wird? Früher in der Schulzeit würde ich sagen, vielleicht als unsicher und schüchtern. Ich will dir was erzählen. Ja. Ich habe eine Mitarbeiterin. Ja. Die wird auch sehr leicht rot. Ja. Das macht sie mir so sympathisch. Weil sie, ja, das ist so herzlich und so menschlich irgendwo. Und ich merke immer, dass sie leidet in dem Moment. Ja. Und ich denke immer, ach, was bist du denn doch eine nette Frau. Ja. In so kleinen Situationen, wo es einem so peinlich ist, wo manch einer irgendwie mit dickem Fell drüber hinweggehen würde, ist sie so feinfühlig und sensibel und wird halt rot. Und ich finde es immer toll, ehrlich. Ich weiß, aber der Punkt ist der, vielleicht sollte man es der Person mal sagen, weil nämlich die Person, die in dem Moment rot wird, für die ist das Schlimmste, was es gibt in dem Moment. Ja, ja. Man hat keine Kontrolle über sich. Man denkt immer so dieses, was denken die jetzt über mich? Halten die mich für kompetent? Ja, ist mir völlig klar, wie ist es denn im Punkt der Männer? Du wirst jetzt vielleicht lachen und sagen, das passt nicht zusammen, aber es gibt bestimmt viele Leute, die mir sagen, ich bin sehr selbstbewusst und ich wäre auch arrogant. Also du bist ein Vamp. Du hast Männer wie... Es gibt zwei Seiten. Wenn ich abends rausgehe, würde ich sagen, ich bin so ein Typ. Wenn du mich tagsüber beim Einkaufen treffen würdest, würdest du eine komplett andere Steffi sehen. Hat die Steffi denn, oder die Stefanie denn einen Freund im Moment? Nein, hat sie nicht. Aber sie hatte schon einen Freund. Sehr lange sogar. Sehr lange. Und ich würde wetten, dass er es nicht weiß, wenn ich es ihm sagen würde, dass er es nicht gemerkt hat. Ach, wie lange warst du mit ihm zusammen? 6 Jahre. Und? Er würde vielleicht sagen, ich habe schon gemerkt, dass du hier und da rot wirst, aber er wüsste nicht, dass es ein Problem für mich ist. Aber ich selber weiß es auch erst seit 3 Monaten. Ach, warum weißt du es erst seit 3 Monaten? Nicht, dass ich rot werde, dass es ein Problem für mich ist, aber dass es eine Phobie ist und dass das einen Namen hat und dass mich das wirklich einschränkt und dass das ernst zu nehmen ist. Das hörte sich gerade schon sehr fachmännisch an. Das heißt, du bist in einer psychologischen Betreuung, Behandlung oder? Therapie. Ja, das ist doch ein guter Ansatz. Ist auf jeden Fall. Das wird auch immer als erstes geraten. Und das ist ja heute Abend so ein richtiger, fulminanter Weiterentwicklung in der Therapie, nämlich du bekennst dich dazu, ne? Ja, habe ich auch. Es gibt viele Leute, die das echt verlocken, aber ich habe sofort klar einen Tisch gemacht. Mein Freund, das erzählt meiner Family, weil ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht für mich behalten. Ja, ist wunderbar. Ja. Wenn du, das muss ich jetzt aber auch noch wissen, wenn ich abends ausgehe, schminkst du dich? Ja. Hat das auch irgendeine Schutzfunktion, wenn man geschminkt ist, dass man dann... Denkt, die sehen das nicht so, die Leute? Nee, das hat es nicht. Aber weißt du, was das ist? Man fühlt sich, wenn es dunkel ist, fühlt man sich wohler. Das ist der Punkt. Weil und in der Disco ist es auch so ein bisschen schummrig, da sieht man es auch nicht so richtig. In der Disco, wenn du mich da treffen würdest, würdest du sagen, hey, geile Sau. Jetzt mal ganz übertrieben. Das heißt, es macht dir gar nichts aus, in der Disco... Da bin ich cool. So super selbstbewusst. Aber wenn du mich wirklich tagsüber beim Einkaufen treffen würdest, du würdest denken, was ist das für ein schüchternes Mäuschen? Also, ich stelle mir gerade vor, Stefanie, die...
super aufgebrezelt, cool und lässig. Ich fühle mich dann sicher. Am Tresen steht und einen Cocktail trinkt. Und dann sehe ich die Steffi morgens im Bus einsteigen. Ja. Dann denke ich, vielleicht wenig geschminkt, Haare zerzaust, dicken Pulli an, Turnschuh. Und dann würde ich von hinten aus dem Bus rufen, hi Steffi. Und dann wäre alles vorbei bei dir. Das wäre eine Katastrophe, ja. Wie geht's dir denn so? Boah, das ist ja echt so, die Vorstellung ist schon super unangenehm, ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn ich darüber lachen kann, das können viele nicht, aber so letzten Endes bin ich ein Mensch, ich nehme immer viele Sachen mit Humor und ohne das geht's bei mir nicht. So, gut ist, dass du etwas entschieden hast, das heißt, du bist jetzt in einer Therapie. Ja. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass man das ja da in den Griff kriegen wird, wann auch immer, wird vielleicht eine Weile dauern. Ja. Und dass du dann auch wieder dein normales Leben leben kannst, sprich dein Studium oder neues Studium absolvierst das und so weiter. Das hoffe ich auch. Ja. Das hoffe ich auch. Damit du dann im Leben am Tag so bist wie nachts in der Disco. Ne? So wünschen wir uns das. Ja, das wäre super. Und, ja. So, liebe Stefanie, schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Robert, 41 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Robert. Zunächst mal Kompliment für deine tolle Sendung. Danke sehr, sehr nett. Und ich habe ein großes Problem. Ich kann keine Beziehung dauerhaft halten. Wie lange war denn bisher deine längste Beziehung? Also es ist so, ich bin seit 10 Jahren verheiratet, beziehungsweise seit 12 Jahren verheiratet. Ist doch eine gute Zeit. Hab eine 11-jährige Tochter. Ja. Hab mich aber vor 3 Jahren von meiner Frau und meiner Tochter eben getrennt, weil ich mit einer anderen Frau zusammenlebe. Aber immerhin warst du mit deiner Frau 9 Jahre zusammen dann. Ja. Nur mittlerweile nach diesen 3 Jahren, die ich jetzt mit meiner neuen Partnerin zusammenlebe, ist da auch so die Luft raus. Mhm. Eigentlich würde ich mich ganz gerne trennen. Ich bin aber jemand, der niemandem wehtun möchte. Ja. In erster Linie ist bei mir immer das Problem, meine Tochter, die, wie ich mich damals von meiner Frau getrennt habe, schon sehr gelitten hat, jetzt zu meiner jetzigen Lebensgefährtin ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischenzeitlich aufgebaut hat und ich jetzt einfach ein schlechtes Gewissen habe, meine Tochter wieder vor das Problem zu stellen, dass sie wieder jemanden verliert, zu dem sie eben ein gutes persönliches Verhältnis hat. Aber das ist ja eine ganz andere Problematik, als du gerade am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, ich bin nicht fähig, lange Beziehungen zu führen. Ja, aber die Luft ist schon wieder raus und deswegen meine Partnerin weiß nicht. Ja, also, aber Moment, Robert, ich dachte jetzt, du wärst so jemand, der 2 Wochen mit einer Frau zusammen ist und dann wieder eine neue hat. Du hast eine Ehe von, du warst immerhin 9 Jahre mit deiner Frau zusammen und jetzt 3 Jahre mit deiner Freundin. Das ist doch normal eigentlich. Es kann ja auch normal sein, dass man nach 3 Jahren einfach merkt, dass es nicht funktioniert. Das, was du gerade erzählt hast, das ist ja eine andere Problematik, dass du deine Tochter nicht wieder enttäuschen möchtest, die offenbar eine gute Beziehung aufgebaut hat zu deiner Freundin. Warum willst du denn von deiner Freundin weg? Also ich bin immer nach einer gewissen Zeit einfach so unzufrieden. Also meine Freundin ahnt von dem Ganzen eben nichts, nur wie die Steffi vorhin auch schon mal erzählt hat, also in Sachen Sex. Mhm. Es ist ja einmal im Monat, wenn ich unbedingt mehr oder weniger ran muss. Mhm. Und Pflichtübung. So eine Pflichtübung, genau. Ja. Wobei ich mit anderen Frauen sehr, sehr gerne dann wieder flirte und natürlich auch nichts anbrennen lasse. Und ach so, du gehst auch permanent fremd? Also gelegentlich. Also du gehst fremd? Ja. In diesen 3 Jahren, wie viel Mal schon? Jetzt nicht so oft, vielleicht 4 Mal. Ja, das war wahrscheinlich mehr in der letzten Zeit dann. Richtig, ja. Ja. Ahnt denn deine Freundin, dass du eigentlich Schluss machen möchtest? Nein, gar nicht. Das ahnt sie mit Sicherheit nicht. Also für meine Freundin ist die Welt voll in Ordnung. Das heißt, du spielst ihr perfekt was vor. Sie ist auch, ja, ich bin da ein guter Schauspieler. Obwohl du eigentlich unzufrieden bist. Ja. Und bist du nur, ich meine, was heißt nur, bist du nur unzufrieden in Bezug auf die Thematik Sexualität oder auch auf andere Sachen in der Beziehung? Also für mich ist das Thema insgesamt mehr oder weniger eingeschlafen. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch was verpassen. Ah, verstehe. Und denk mal, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Man nannte es auch mal Midlife-Crisis, ne? So ein, ja. In deinem Alter, so mit 41, da kann das ja passieren, ne? Dass man denkt, jetzt will man nochmal richtig durchstarten und viel holen. Weißt du, was ich nicht gut finde? Ich finde es verständlich, dass du so ein Gefühl hast und finde es auch legitim, das zu machen. Aber ich finde nicht gut, dass du deiner Freundin, und du sagst, du bist ein perfekter Schauspieler, dass du deiner Freundin da so eine tolle Welt vorspielst. Weil es ganz, ganz schmerzhaft sein wird für sie, wenn du sie dann plötzlich vor vollendete Tatsachen stellst.
Ich habe natürlich ihr gegenüber auch noch ein schlechtes Gewissen dahingehend, dass sie auch verheiratet war und sich wegen mir eben damals scheiden hat lassen. Ja gut, aber es sind 3 Jahre rum. Und es gibt nie eine Versicherung, dass man, wenn man sich dann füreinander entschieden hat, dass es dann auch immer klappt. Das finde ich nicht schlimm. Mhm. Den Kopf solltest du dir nicht machen. Und ich finde auch deine, wie alt sagst du, ist deine Tochter jetzt 13? 11 Jahre. Ich mein Ein und Alles. Ja, aber sie lebt bei dir oder bei der Mutter? Bei der Mutter, wobei ich sie zwischen 2 und 5 Mal in der Woche sehe. Also ja. Wir haben ein gutes Verhältnis. Dennoch glaube ich auch, dass jemand mit 11 Jahren, dass man dem das erklären kann, dass man jetzt nicht mehr dann zusammen ist, dass man sich nicht mehr so lieb hat wie vorher. Und das ist ja auch ein Teil des Lebens, was sie auch einfach auch kennenlernen muss und auch eben mitkriegen muss. Es ist immer eine Frage, wie man das dann verpackt und wie du es ihr erklärst. Mhm. Also nur aus Rücksicht auf das Kind mit deiner Freundin zusammen zu bleiben, in der Beziehung du unzufrieden bist, ist Wahnsinn. Finde ich nicht richtig. Finde ich nicht in Ordnung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, dass du keine Verpflichtung verspüren musst, deine Freundin gegenüber wiederum, weil sie sich damals vor 3 Jahren von ihrem Mann getrennt hat. Mhm. Das ist doch absurd. Entscheidend ist die, wie ehrlich sind deine Gefühle? Was ist da los in dir? Und wenn die Gefühle eben so sind, dass du eigentlich nicht mehr bei deiner Freundin sein möchtest, dann musst du es auch machen. Dann musst du auch gehen. Da musst du gehen, auch so traurig das vielleicht und so schlimm das für sie ist, aber spiele ihr keine heile Welt vor. Was meinst du, wie weh ihr das tut? Und was meinst du, wie sie sagen wird zu dir, warum hast du denn nicht mal den Mund aufgemacht? Ich habe ja von gar nichts geahnt. Das sind die Schmerzen, glaube ich, die Menschen am längsten mit sich herumtragen, wenn sie vor den Trümmern einer Beziehung stehen und sagen, mein Gott, ich habe es nicht gemerkt. Der hat mir gar nichts gezeigt davon. Das ist überhaupt ein Problem bei mir. Also ich fress Probleme immer in mich rein. Ja, und nach außen Harmoniesoße, ne? Ganz genau. Und bis es einfach dann nicht mehr geht und dann kommt einfach immer der große Knall und dann bin ich eben wieder ganz konsequent. Ja, ja, aber ich meine, man muss ja immer, finde ich, aus Dingen, die man falsch gemacht hat, muss man ja immer, wenn es auch traurig war, zumindest lernen, dass man das beim nächsten Mal nicht so macht oder etwas abgefedelter zumindest macht. Dann versuche doch wirklich aus dem zu lernen, was du früher falsch gemacht hast. Und signalisiere jetzt deine Freundin schon, dass da eine ganze Menge nicht mehr in Ordnung ist für dich. Mhm. Und dann lebe und dann lass die Sau halt raus. Wenn du solo bist, kannst du das machen. Mhm. Vielleicht findest du in ein paar Jahren jemanden, eine neue Frau, mit der du dann länger zusammen sein wirst. Klar, da muss ich jetzt schauen, dass ich da irgendwie einen Weg finde, um hier ganz einfach eine faire Trennung hier... Und du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Tochter. Ja, ein sehr, sehr gutes. Ja, dann kannst du es ja erklären. 11 Jahre ist doch ein gutes Alter zum Erklären. Ja, aber ich habe gesehen, wie sie halt vor 3 Jahren gelitten hat, also wie meine Tochter vor 3 Jahren gelitten hat. Aber da war sie auch viel jünger noch. Und jetzt hat sie so ein gutes Verhältnis eben zu meiner Lebensgefährtin aufgebaut und jetzt verliert sie schon wieder jemanden durch meine Schuld im Grunde genommen, zu dem sie eben ein gutes Verhältnis hat. Ja, aber so ist das Leben. Mhm. Und sie verliert ja nicht dich. Du bist ja die Hauptperson. Mhm, klar. Ja? Ich finde, dass man das gut erklären kann und natürlich werden Schmerzen übrig bleiben und es wird ihr wehtun, aber... besser so, als da so ein Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Mhm. Okay, das hat mir schon wieder mal geholfen, mit dir darüber zu sprechen. Ich brauche da auch immer einen Anstoß von außen eben. Also, glaube ich. Wenn ich nicht mit jemandem darüber sprechen kann, dann wird das mit Sicherheit die nächsten 10 Jahre noch vergehen. Ich glaube, okay, ich werde meine außerpartnerschaftlichen Verhältnisse nach wie vor durchziehen, wenn ich dann nicht mit jemandem drüber sprechen kann, aber ich... Ja, lass mich den Satz noch sagen, da haben wir jetzt gar nicht weiter drüber geredet. Mhm. Das ist ja eben auch eine schlimme Entwicklung, dass du fremd gehst, deiner Freundin gegenüber fremd gehst. Mhm. Da halt diese Parallelwelt auch aufgebaut hast. Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Zieh Konsequenzen und versuche dich in ein neues Leben hineinzubringen im nächsten Jahr. Gut, ja. Lieber Robert, alles Gute. Alles Gute, Domian. Schöne Weihnachten. Dir auch, vielen Dank. Und ein schönes neues Jahr. Dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Georg, 29, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Georg. Ich rufe aus München an. Ja, schön. Ich habe einen besonderen sexuellen Fetisch. Ja. Und habe da auch ein bisschen Schuldgefühle, weil ich das irgendwie nicht so ganz vereinbaren kann mit meinem Gewissen, weil ich stehe auf Musterungen.
Auf was? Auf Musterungen. Ich bin der Musterungsarzt und ich stehe halt auf Soldaten, die so, also oder auf Jungs, die sich als Soldaten kostümieren oder zivil erscheinen und dann Uniformen anziehen und ich vermesse sie. Und Moment. Bist du wirklich ein Arzt? Nein. Ich dachte schon, du bist bei der Bundeswehr Arzt. Nein, das ist... Das wäre doch wahrscheinlich ein Traumjob für dich, oder? Ich weiß nicht. Also es war... Also wir sprechen jetzt über ein Rollenspiel, ne? Genau, ja. Also ich bin schwul. Ja. Und ich hatte schon Ängste davor, bevor ich also 18, 19 war, was bei der Musterung passiert. Ja. Und dann waren aber nur Frauen, dann habe ich nur Frauen untersucht. Echt? Frauen ja, bei der Musterung? Ja, wobei ich darüber froh war, weil ich habe dann gedacht, sonst gibt es einen Skandal, dann kriege ich einen hoch oder so, wenn er ankommt und so weiter. Echt? Frauen bei der Musterung? So weit ist es schon bei uns, das ist ja unglaublich. Ja. Als ich zur Musterung gegangen bin, waren da noch Typen und die haben einmal schön in die Unterhose reingeguckt, ob da auch der Pimmel hängt und dann war es gut. Ja, das mache ich auch immer bei denen, wenn ich... Ach, das machst du auch bei denen. haben die Frauen das bei dir auch gemacht? Nein, bei der richtigen Musterung? Ich musste da nicht, weil ich habe damals Blutdruckprobleme gehabt, auch Übergewicht gehabt, habe ich jetzt mittlerweile abgebaut. Ach so. Und ich habe gesagt, dass ich lasse da nur meine Callboys ran. Da waren die völlig verschreckt, die Damen wahrscheinlich. Ja, genau, ne? Aber das hat sogar der Wahrheit entsprochen. Also. Callboys, haben die gedacht. Ja, jetzt lass uns aber über dich reden. Du hast einen Fetisch, du bist in der Rolle Musterungsarzt. Ja. Wie kommt man denn an die Jungs ran, mit denen du dann das spielst? Also über so eine Gay-Hotline geht es. Ja. Da ist sehr großes Interesse. Ja. Oder auch über so Kontaktanzeigen. Oder ich gehe halt auch mal in Bars, so in Fetischbars. Lass uns das Ganze mal... Khaki gekleidet halt. Ja, so. Nehmen wir mal an, du lädst du dann diese Rekruten, diese Jungs, die sich mustern lassen sollen, zu dir nach Hause ein? Oder wie geht das? Manchmal bei mir zu Hause, wobei ich so am Stadtrand von München lebe, da geht es eigentlich schlecht, da ist schwul nichts los. Also meistens ist es schon bei irgendeinem Typen oder dass es zu mehreren ist, also oft Gruppen, so zu dritt dann oft. Ja, da bin ich jetzt eh von ausgegangen, dass da mehrere sind. Also die Termine werden dann oft schon ein paar Tage im Voraus ausgemacht. So. Und wird alles besprochen auch. Ja. Und dann tauchst du da verkleidet als Arzt auf? Also ich sehe äußerlich eigentlich unauffällig aus, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe so einen Koffer dabei, wo ich halt so einen Arztkittel habe, aus so einem Berufsausstattungsladen praktisch. Ja. Aus dem Gay-Shop habe ich auch Uniformteile dabei in verschiedenen Größen. Ja. Weil die ja oft verschiedene Größen haben, die Jungs. Also so Unterwäsche, wobei ich gern habe, wenn sie ein bisschen zu enge Unterwäsche tragen, so Bundeswehrunterwäsche. Auch so, es gibt auch so getragene Bundeswehrunterwäsche und so Army-Shops. Pfui, sowas gibt's auch. Ja, es gibt's auch. Teilweise gibt's die sogar ungewaschen. Hey, wirklich. Stehe jetzt nicht so drauf, aber. Aber ich will mir diese Szene vorstellen. Dann bist du da in irgendeiner Wohnung. Nehmen wir mal an, da sind noch drei andere Jungs. Ja, genau. Ja? So, du bist der Onkel Doktor, ziehst irgendwann noch deinen weißen Kittel an. Also, es fängt so an, ich nehme das Maßband. Ich nehme erstmal Maß, also Taille, Brust. Sind die schon ausgezogen dann? Auf die sind normalerweise, die müssen in Straßenkleidung erscheinen oder in Jeans oder auch Anzug teilweise. Ja. Und dann müssen sie erstmal obenrum alles freimachen, wird erstmal die Brust gemessen, die Bizeps, Taille und so weiter. Ja, das machst dann du dann auch alles. Dann messe ich einen Bund, messe ich einen Schritt. Ja. Und dann müssen sie halt Kniebeugen, Liegestütze machen. Ich habe auch ein Blutdruckmessgerät, wo ich ihnen umhänge. Ah ja, ist klar. Ich habe auch total viele medizinische Fachbücher gelesen in den letzten Jahren, weil ich... Und kannst das entsprechend dann auch kommentieren? Ja, klar. Kannst du das einfließen lassen in deine Rolle? Ja, klar, sicher. Ja. Und dann? Und dann notiere ich das auch. Irgendwann müssen sie dann ihre Hose ausziehen? Klar, die müssen die Hose dann runterziehen. Ja. Dann vermesse ich auch die Hoden halt und den Penis, weil ich sage... Das macht aber kein Bundeswehr. Doch, ich habe im Internet gelesen, dass bei der Körpermaßerfassung das nur mittlerweile auch gemessen wird, weil das für die Unterwäsche irgendwie wichtig ist. Ja. Ehrlich, bei der Bundeswehr vermessen die die Hoden... Das ist ja ein ganz neues Ding. Ich glaube, da geht bei denen das automatisch. Ihr wird das irgendwie mit Laser gemessen oder so. Also die messen das gar nicht mehr per Hand. Aber also ihr Lieben, die ihr das wisst, wahrscheinlich wissen es tausend Leute gerade, die uns zuhören und zuschauen, meldet mir das mal, ob das stimmt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das stimmt auch nicht. Aber das ist halt so ein Zusatz von mir. Ach so, ich verstehe. Das ist alles in deiner Theoriewelt, in deiner Spielwelt. Und dann geht es halt an den Hintern. Also dann habe ich Arzthandschuhe an. Ja.
weil dann sage ich, ich muss halt das genau untersuchen, ob da irgendwie... Verstehe, das müssen wir uns jetzt nicht im Detail erklären lassen, ja, genau. wir denken uns das. Ja. Und so, das irgendwann stehen die Jungs dann wirklich splitterfasernackt da, du hast alles vermessen und bedrückt und betastet und dann? Dann auch, die haben ja meistens dann schon Erektion, das ist aber dann verboten bei mir, dann sage ich das allerdings ungebührlich. Ja, keine Schwulereien, ne, bei der Bundeswehr. Ja, disziplinarisch wird das unverzüglich geahndet von mir. Ja, wie machst du das? Indem ich sie also übers Knie lege, ganz altmodisch. Ah ja, das mag. Und ich habe dann auch so eine Koppel, so eine Uniformkoppel, ja. Bundeswehrgürtel. Und so. Auf diese Weise schaue ich dann auch, ob die Durchblutung des Gefäßes. Ist klar, kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau. So, wie endet das Ganze denn? In einer Wüstenorgie? Normalerweise ist es dann so, dass wenn es mehrere sind, dass ich dann einen sozusagen aufrufe, dass er mir assistiert, dass er mal bei dem anderen ein bisschen was macht und so weiter. Und also es endet dann meistens schon darin, dass der eine dann zum Stoßtrupp abkommandiert wird. Kommst du denn auch zu deinem Orgasmus dann irgendwie? Ja klar, sicher. Ja. Wobei, das sind ja wieder Abgründe, in die wir hier gucken. Und ich fahre auch auf dem Zug durchs ganze Land so und schaue ein bisschen um die Kreiswehrersatzämter rum und spreche Jungs an, die, wo ich mir denken könnte, die sind vielleicht schwul oder aufgeschlossen. Ach so. Und also meistens kriegt man natürlich Abfuhren. Ich bin da auch ganz dezent und da musst du aufpassen, sonst hast du wirklich schnell einen an der Birne hängen, ne? Ich passe gut auf, ich müsste noch nie was passiert. So, Georg, jetzt hast du am Anfang gerade gesagt, du hast ein bisschen schlechtes Gewissen bei diesem Fetisch. Ja, das ist ein Fetisch. Warum? Also erstens, sagen wir so, ich wäre Kriegsdienstweigerer gewesen, wenn ich dienen hätte müssen. Und zweitens, weil ich eben politisch das auch irgendwie ablehne. Ich bin auch Pazifist, also ich habe... Ach so, daher die... Eigentlich grauenhaft. Ich verstehe. Es kommt überhaupt keine Waffe vor dabei. Das schlechte Gewissen beruht darauf, dass du eigentlich das Militär ablehnst, ja, genau. Dich aber am Militär aufgeilst. Mhm. Ne, so muss man sagen. Schon seit ich so 12 Jahre alt war schon eigentlich. Ja, ja. Weil mein Vater hat immer gesagt, ich müsste zur Bundeswehr gehen, weil ich irgendwie... Ich dachte jetzt, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du die Jungs schlecht behandelst oder... Nein, das sind nicht, das wollen die eigentlich. Die wollen das auch, ja, ja. Die sagen sogar, Herr Dr. Lange, sie rückt heftiger zu. Lustig finde ich das. Weil ich bin relativ zierlich gebaut so weiter und... Du klingst wie ein großer Mann. Hm? Du klingst von der Stimme her, ich stelle mich... Ich habe eine tiefe Stimme, ja. Ah ja, hm. Also ich finde, dieses Gewissen musst du dir nicht machen. Das finde ich nicht so schlimm, wenn man das Militär ablehnt, aber dann so fetischmäßig... Und es sind auch oft echte dabei. Ah ja. Es waren auch oft echte Soldaten dabei. Aber macht dich das dann noch mehr an, wenn das echte sind? Ja, schon. Und die sagen dann auch, dass sie das vermisst haben, dass sie da irgendwie praktisch nicht zu Sex kommen. Ach so. Und die lernen dann manchmal auch andere Jungs kennen aus der schwulen Szene. Einmal war einer aus der schwulen Szene, der ganz jung war, so 20, und der eigentlich nicht dienen wollte, und der hat dann einen Soldaten kennengelernt und der hat dann gesagt, jetzt gehe ich dann mal hin in den Sachen. Das heißt, die Bundeswehr kann dir dankbar sein. Da bin ich dann so ein Kuppler, obwohl ich denke, jetzt geht der da hin, obwohl ich eigentlich im Militär bin. Und da setzt das schlechte Gewissen wieder ein. Ja, so ungefähr. Ja, komm, unsere Bundeswehr ist schon in Ordnung. Gut, dass wir sie haben. Naja, aber ich würde sagen, also der Zwang, dass es den Zwang gibt, diese Pflicht, das... Nicht mehr lange. Wir werden bald eine Freiwilligenarmee haben, sage ich dir. Aber das finde ich gerade aufgeeilt und das macht mir das schlecht. So, jetzt sagst du mir, finde ich, nochmal gesagt, finde ich nicht schlimm. Das ist ein Rollenspiel, das ist ein Fetisch, das ist völlig in Ordnung. Was ich immer wichtig finde, wenn man egal was für eine sexuelle Affinität hat, gelingt es dir über diesen Spaß hinaus auch ernsthafte Beziehungen zu führen oder bist du so fokussiert auf Ich hatte bis jetzt noch keine Beziehung, ich habe aber auch noch kein Bedürfnis danach. Aha. Also ich schließe es für später nicht aus, weil ich denke, ich bin vielleicht noch zu jung oder so, ich nehme noch Zeit. Aber du bist 29 schon. Naja, trotzdem. Naja. Na gut, wenn du das Bedürfnis nicht hast, ist es ja in Ordnung, ja. Ich finde immer, ich meine es in der Richtung, ich finde es immer schlimm, wenn man sich zu sehr isoliert in einer sexuellen Affinität und letztendlich darin vereinsamt, dann finde ich es schlimm. Sonst finde ich es völlig in Ordnung. Also man kann auch manchmal so dann auf ein Bier da mit dem trinken danach oder ein paar Bekannte kennenlernen und so, also ist eigentlich kein Problem. Also Herr Doktor. Ich finde, machen Sie sich keinen Gewissen. Ich wollte nur noch mal persönlich fragen, haben Sie gedient? Bitte? Haben Sie gedient? Nein. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Das ist jetzt ein bisschen abtörend für dich, ne? Aber untersucht worden. Ich bin untersucht worden, ja. Das ist schon wieder interessant jetzt, ne, für dich. Mhm. Ja. Herr Doktor, machen Sie sich keinen Kopf. Das ist schon in Ordnung.
Und ich wünsche viel Spaß bei den Untersuchungen. Ja, ne? Und alles Gute für die Zukunft. Ciao. Tschüss. Nach München. Jane, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jane. Jane. Bitte? Ich heiße Jane. Ach, Jane. Jane wie Tarzan, ja. Jane, sag ich. Ich Esel, sag Jane. Jane. Macht nichts, aber du bist der Erste, der nicht zu mir sagt, Jane wie Tarzan. Ja, sag ich nicht, genau. Ich bin da ganz individuell. Genau. Ich sag ja, ich sag Jane zu dir. Das ist mal was Neues. Und nicht Jane wie Tarzan. Genau. Über was unterhalten wir uns denn, Jane? Bei mir geht's um Angst- und Panikattacken. Also über ein ernstes Thema. Richtig, ja. Und zwar hattest du heute schon mal mit jemandem gesprochen, einer deiner 1000 Steffis, die du heute hattest. Genau, die rot wurde. Ja, genau. Mhm. Und die hat mich halt ermutigt, mal bei dir anzurufen. Ich gucke deine Sendung schon ziemlich lange. Ja. Und ja, mein Thema ist, ich bin auch schon in Behandlung. Vor was hast du denn Angst? Was macht deine Angst aus? Ja, genau das ist es nämlich. Ich habe eigentlich nicht vor was Bestimmtem Angst, sondern das äußert sich bei mir halt körperlich. Mhm. Und zwar bin ich halt ein ganzes Jahr lang bewusst, dass ich halt nur zum Arzt gerannt bin und gesagt habe, mir ist dauernd schlecht, mir ist schwindelig. Ja, ich habe immer dauernd Angst, ich kipp um und das ist mir furchtbar peinlich. Mhm. Und mir fehlt was ganz Schlimmes. Ja. Und kein Arzt der Welt hat irgendwas gefunden. Ja. War dir denn wirklich schlecht und schwindelig? Und alles. Es war wirklich. Du hast es selbst so empfunden. Richtig. Mhm. Ja. Ja, Herzklopfen. Ja. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich wäre krank. Mhm. Ein ganzes Jahr zum Arzt gerannt, zu Ärzten gerannt wahrscheinlich, richtig, zu vielen. Alles wurde abgeklärt und nichts. Ja, man kommt sich ziemlich blöd vor, weil einem geht's richtig, richtig sau beschissen. Mhm. Und immer sagt einem jemand, dir fehlt nichts. Mhm. Und ja. Ich habe aber einen ganz lieben Hausarzt gehabt. War das denn jetzt so vor einem Jahr oder liegt dieses Jahr schon, von dem wir gerade sprechen, etwas länger zurück? Ja, also letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr um genau die gleiche Zeit. Ja. Hat denn dann irgendein pfiffiger Arzt mal gesagt, hier, das ist nicht somatisch bedingt, sondern seelisch bedingt? Richtig. Also ich habe einen ganz netten Hausarzt, einen ganz lieben, und der hat mich dann halt mal zur Seite genommen, weil ich auch ganz fürchterlich verzweifelt war und gesagt habe, aber ich bilde mir das nicht ein und ich spinne nicht rum, mir geht's ganz dreckig. Und ich bin auch 2-3 Mal halt im Krankenhaus gelandet, wo die Leute auch fürchterlich nett waren und das gar nicht ernst genommen haben. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, Mensch, du hast ein riesen seelisches Problem, ja, was ich eigentlich auch schon kenne, weil ich schon in therapeutischer Behandlung war, allerdings wegen einer Vergewaltigung und einem Missbrauch. Ah, das kann also durchaus sein, dass es da Zusammenhänge gibt. Richtig. Mhm. Lass mich mal fragen, dieses eine Jahr, wo du so eine Odyssee gemacht hast durch Arztpraxen, warst du da völlig kaltgestellt und hast nicht arbeiten können beispielsweise? Gar nicht, aber es hat sich ja langsam gesteigert. Das hat einfach angefangen damit, ja, dass ich mich unwohl gefühlt habe, wenn ich unter vielen Leuten war, ja, oder in einem Geschäft, dass ich das Gefühl habe, ich krieg überhaupt gar keine Luft mehr. Ja. Also man kann auch keine Nähe ertragen von vielen Leuten, ne? Nee, auch nicht. Also es hat sich, wie gesagt, immer mehr gesteigert und es hat dann darin geändert, dass ich überhaupt gar nicht mehr rausgehen konnte, gar nicht mehr alleine. Dich isoliert hast zu Hause? Richtig. Lebst du alleine? Nee, ich habe einen Freund. Ach. Und das ist wahrscheinlich sehr schwierig, dann für den Freund auch damit umzugehen. Ja, der wusste erstmal davon gar nichts, weil mir das also fürchterlich peinlich war, überhaupt sowas zu sagen. Ich kam mir sowas von blöd vor. Wie soll man jemandem erklären, mir geht's einfach scheiße, aber keiner fragt, woran liegt das? Was hast du beruflich gemacht vorher? Also das ist auch noch so ein Problem. Bevor ich wusste, dass ich eine Angsterkrankung hatte, hat das bei mir beruflich alles gar nicht so gut geklappt. Also dieser Missbrauch durch meinen ersten Freund, der hat stattgefunden während der Realschulzeit. Mhm. Und ich habe mit Mühe und Not, und das wundert mich heute, die 10. Schuljahr geschafft. Mhm. Und auch einen Abschluss, also Realschulabschluss. Ja. Und habe dann ein Jahr im Kindergarten Vorpraktikum gemacht. Was hast du denn so in der letzten Zeit gemacht? Ja, ich habe dann mit Mühe und Not alles Mögliche ausprobiert, weil ich immer gedacht habe, der Beruf ist nichts für mich. Ja. Habe dann aber 1998 die Erzieherinnenausbildung, staatlich die Prüfung gemacht. Ja. Allerdings fehlt mir halt das Anerkennungsjahr. Aber durch dieses ein Jahr warst du nur rausgeschmissen. Aus der Tätigkeit. Überhaupt, das hat überhaupt noch gar nicht richtig geklappt mit Arbeiten, auch vorher schon nicht. Jetzt höre ich so raus, wie du das so erzählst, dass dieser Schritt in die Therapie gegangen zu sein, dir gut tut. Richtig, das tut mir auf jeden Fall gut. Ich habe halt nur festgestellt, also es hat halt angefangen, letztes Jahr um diese Zeit war ich in der Verhaltenstherapie in der Klinik. Mhm.
Und ja, da kriegt man dann erstmal hat man noch mehr Angst als vorher, klar, ja, weil man sich dem stellen muss und genau das, wovor man Angst hat, machen muss. Mhm. Aber man denkt dann, wenn man aus der Klinik kommt, hey, das geht alles wieder weg. Was war denn das Schlimmste, mit dem du da konfrontiert worden bist, was du machen musstest für dich? Das Schlimmste für mich, dass ich in dieser Zeit unheimlich abhängig war von einer Person, der ich vertraut habe, meiner Mutter. Nee, ich meine in der Klinik. Du sagst, du musstest dann Sachen machen, die du eigentlich nicht vor denen du Angst hast. Bus fahren. Ja. Alleine Bus fahren irgendwo hin, ja, wo keiner auf mich wartet, den ich kenne. Ja. Oder überhaupt rausgehen, alleine einkaufen Verstehe. Gehen. Mhm. So, jetzt läuft diese ganze Therapie weiter. Mhm. Verstehe ich deinen Anruf auch so, dass du vielleicht anderen Leuten, die so eine Erkrankung haben, dadurch auch ein bisschen Mut machen möchtest, um zu sagen, hier Leute, das schafft man nicht alleine, da müsst ihr wirklich euch Hilfe holen. Erstens das und zweitens ist ganz, ganz wichtig, also ich habe gemerkt, seitdem ich dazu stehe, ja, wenn mich andere Leute fragen, Mensch, warum läuft das bei dir beruflich nicht oder was ist los mit dir? Ja. Seitdem ich halt sage, hey, ich habe eine Angsterkrankung, ja, mir ging es echt beschissen, aber ich bin in Therapie, ja, und ich bin da ehrlich zu mir selber, geht's mir wesentlich besser. Geht's besser. Richtig. Liebe Jane, dann wünsche ich, dass es weiter gut bergauf geht. Danke. Und gratuliere zu dem Schritt. Das ist ja auch wirklich dann immer ein gravierender Schritt, wenn man sagt, ich erkenne an, dass ich krank bin und ich gehe jetzt in eine Therapie. Richtig, ne? Das fand ich bei der Steffi auch ganz toll. Genau, ich auch. Schöne Weihnachten. Ja, danke. Alles Gute. Bald. Dankeschön. Tschüss. Und viel Erfolg bei deiner Sendung. Danke. Tschüss. Easy. Easy. 22. Hallo. Hallo. Hallo, Easy. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's um meinen Freund, der ist ziemlich eifersüchtig. Ich wohne jetzt schon seit anderthalb Jahren mit dem zusammen und ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Er lässt mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen und Freundinnen. Und ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Mhm. War der von Anfang an so? Nee, eigentlich anfangs war eigentlich überhaupt nicht so eifersüchtig. Also da haben wir auch zusammen was unternommen mit unseren Freunden. Ja. Und auch also mit meinen und mit seinen mal. Und da sind wir abends weggegangen mit Disco und so. Ja, und jetzt ist es so, seitdem ich mit ihm zusammen wohne, dass er mich nicht mehr weglässt. Er sagt, als ich ihn betrügen würde, aber das stimmt nicht. Wie lange wohnst du jetzt mit ihm zusammen? Also ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren mit ihm zusammen. Ich dachte, ihr werdet anderthalb Jahre erst zusammen. Also ihr seid länger zusammen und wohnt anderthalb Jahre zusammen. Ja, genau. Mhm. Wenn du dann irgendetwas tust, was ihm nicht so gefällt, wird er gewalttätig auch? Nein, das auf keinen Fall. Also das nicht. Aber er quasi sperrt dich in der Wohnung ein und sagt, du darfst nur Sachen mit mir zusammen unternehmen. Ja, also ich meine, er geht ja auch alleine weg. Ja. Und ich muss dann zu Hause bleiben. Er sperrt mich ein. Du könntest also nicht mal einen netten Abend mit deiner besten Freundin oder mit Freunden alleine ohne ihn verbringen? Nee, das geht nicht. Auch nicht mit der Freundin alleine? Also mit der Freundin alleine, ich weiß nicht. Er sperrt mich ja immer ein und der nimmt dann auch immer meinen Schlüssel mit. Und er sperrt dich richtig in der Wohnung ein? Das heißt, wenn er weg ist, kannst du da gar nicht raus aus der Wohnung? Nein, wir haben ja auch kein Telefon zu Hause. Ich habe halt nur mein Handy und da habe ich halt auch nie Geld drauf, weil ich habe so eine Prepaid-Karte. Wo bist du denn jetzt im Moment? In Frankfurt, also bei uns in der Wohnung. Und er ist irgendwie weg? Ja, der ist gerade, keine Ahnung, wo der ist. Ja. Aber das ist doch ein schlimmer Zustand, Easy. Um nicht zu sagen, es ist ein unglaublicher Zustand, dass du das mit dir machen lässt. Ja, ich meine, tagsüber gehe ich ja mit dem schon mal in die Stadt und so, aber das ist ja jetzt auch nicht immer so, dass er mich einsperrt. Egal. Und wenn er es nur einmal macht, wenn er es nur einmal in der Woche macht, das ist doch völlig krank. Der darf dich doch nicht einsperren. Ja. Der darf dich doch nicht einsperren. Der behandelt dich doch nicht als, wo bleibt denn da der Respekt und die Achtung vor dir und das Vertrauen? Ihr seid zusammen, ihr seid ein Paar, ihr liebt euch. Das heißt, da ist man gleichberechtigt und hat Vertrauen in die andere Person. Und der hält dich da wie eine Sklavin, mehr oder weniger. Ja, nicht so. Nein, ich habe das auch ein bisschen übertrieben. Aber die Tatsache, dass er dich zu Hause einsperrt, dass er dir verbietet, alleine rauszugehen, finde ich schon so gravierend, dass man da aber einen ganz radikalen Strich machen muss. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, wirklich. Jetzt, aber ich liebe den doch. Ja. Ich finde, dass man da immer sehr viel über sich nachdenken muss, wenn man so eine Person liebt, die einem so etwas antut. Pass mal auf, Easy. Die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ich möchte aber, dass wir noch ein paar Worte reden. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Okay, alles Liebe. Bis gleich, tschüss. Tschüss. So, meine
Lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörer und Hörerinnen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bedanke mich bei euch für dieses Jahr auch. Wir hatten hier in dieser Sendung ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr. Das freut mich sehr. Und ich bedanke mich jetzt auch bei meinen Mitarbeitern, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Uwe Petersen, Christian Part, Marc Sommer, Corinna Mindermann, Florian Jocham, Pamela Koppay und Heide Schweizer. Wir sind live wieder hier in der Nacht vom 12.01. auf 13.01. Aber es gibt schon Aufzeichnungen vom Frühsommer und zwar ab dem 5.01. Alles Gute, schöne Weihnachten.